Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TPG TV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslauter, Leute. Und wie ihr seht, wir sind Tabellenführer. Ganz starke Angelegenheit. Letztes Mal gab es dann leider noch Auswärtsniederlage, aber das war jetzt nicht so schlimm. Gab's die? Ja, die gab es, glaube ich. Gegen die Kölner eine 1-0-Niederlage, aber davor ein 1-0-Sieg gegen die Bayern. Das heißt, damit können wir dort auf jeden Fall zufrieden sein. Und heute geht's ran in der Simulation gegen die Hoffenheimer und dann zu Gast in Schalke im Spiel. Und da würde ich sagen, wollen wir natürlich in beiden Spielen alles geben und am besten auch jetzt gleich gegen Hoffenheim gewinnen. Damit wäre ich absolut zufrieden dann. Und ja, checkt gerne alle in meinen letzten Videos ab, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Können wir heute auf diese Folge vielleicht sogar, also das wäre jetzt schon sehr gewagt, 5 Likes schaffen. 5 Likes auf diese Folge, Leute. Können wir das packen? Ich glaube eher nicht. Vielleicht schaffen wir 3 wieder. Mit 3 bin ich zufrieden, Leute. Aber 5 Likes, das wäre richtig krass von euch. Und wir müssen die Leute ein bisschen tauschen. Das heißt, Hartl kommt mal wieder in die Startelf. Und der gute Wusur für Koch. Okay, ist aber lang so. Hartl heute von Anfang an also dabei. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Heute, ja, hoffentlich ein Sieg, das wäre schon wichtig. Erstmal in die Simulation gegen die Hoffenheimer, der Marcel, der bleibt auf jeden Fall da am Start. Also, ich bin absolut zufrieden, weil wir am Ende sollen noch auf dem Europa-League-Platz oder so stehen. Weil da, wo wir jetzt stehen, das können wir, glaube ich, nicht bis zum Ende halten, Leute. Besonders mit den Simulationen eigentlich, finde ich schon krass, dass wir da so wenig aufs Maul bekommen. Muss man ganz klar sagen, so. Jedenfalls 0-0 heim in der Simulation, das ist okay, glaube ich, eigentlich. Also, ich bin in Simulation mit Punkten, mit jedem Punkt eigentlich zufrieden, weil wir halt Aufsteiger sind. Wir sind jetzt wieder Zweiter und können uns jetzt wieder gegen die Schalke beweisen, wo Trussi jetzt endlich mal wieder treffen muss. Sogar den Elfmeter in der letzten Folge hat er noch verschossen. Läuft noch nicht so bei dem Jungen bei uns, trotzdem, ah ja, kann's. Das hat er bei diesem einen wunderschönen Treffer da auch bewiesen. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir, wie es hier weitergeht. Checkt gerne Manager ab mit dem Michel immer noch am Start, Leute, beim Hamburg SV. Wir sind schon viel weiter, aber das ist ja egal, Leute. Also checkt den gerne ab. Ups, ich wollte gar nicht stoppen, so weiterkommen. Also wirklich abchecken, Leute. Checkt alles ab. Die letzten Videos von mir. Oh, Entschuldigung, ich bin noch relativ müde. Ich bin früh aufgewacht heute. Arisa Balaga. Nein. Martin Hinteregger, ein Mann, der eine Option ist, für uns da eine Verpflichtung anzustreben, vielleicht. Na gut. Es geht ran gegen die Schalker mit derselben Formation jetzt einfach mal. Diese Trikots nehmen wir und da wollen wir natürlich gewinnen. Man sieht ihn, den guten Herrn. War das jetzt denn Cicciretti? Nee, das war, wer war denn das? Passlack war das, ne? Ja gut, den Passlack haben wir da gerade gesehen, Leute. Genau, weil Cicciretti, das weiß ich, der hat nämlich diese gelben Schuhe. So, Leute, und dann gehen wir ab in die Partie rein. Noch nicht eingespielt heute, meine erste Partie in FIFA ist das hier jetzt heute. Nur ein bisschen simuliert bis jetzt in der Karriere. Also im Manager-Duell, da simulieren wir hauptsächlich. Erster Ball aber an unserer Seite. Oh, wir verlieren direkt Stambouli jetzt nach vorne. Hartl spielen rüber, Hartl stark. Hartl und Drussi 1-0! 6. Minute. Drussi trifft und Hartl mit der ganz starken Vorlage.
Top-Pass. Er zeigt auf die Nummer 9 und ab den Kaiserslautern. Aligi und Hartl, Top-Pass. Mit die Grätsche von Aldo kommen nicht mehr an und dann ist Rossi eiskalt vom Tor. Endlich ist er mal eiskalt vom Tor. Und nutzt die erste Gelegenheit in dieser Partie zum 1:0 aus. Ganz stark. So, let's go. Oh, da kommen wir nicht ran. Hartl. Eigentlich kein schlechter Zeiger, aber dann vertüdelt er ihn. Stark und Seilwurf. Immer noch müde. Oh, stark gemacht. Ah, wenn der Pass von Drussi auf Drussi, nicht von Drussi auf Drussi durchgeht, wäre das stark. Aber ein guter Versuch von Cicciretti. Wir holen den Einwurf. PG. Marcel. Hartl! Einfach mal den Versuch hier wagen. Tepdökay. Starker Zweikampf. Oh, der Ball auf Drussi muss genauer kommen. Wenn der da ein bisschen mehr, nicht ganz so steil rausgespielt wird, ein bisschen höher, dann kommt der perfekt an. Osave, schöner Zweikampf. Da ist Cicciretti. Da wollte ich es zu schön machen. Und nochmal den Haken. Oh, Hartl. Da ist ein bisschen mehr Zweikampf besser, Leute. Da muss er noch dran arbeiten am Zweikampf. Wieder so ein Ball. Der kann wieder, wenn der gut kommt, dann ist es wieder ein Tor. Teptikai oder Tepektai. Nein, der muss doch wieder nur noch durchgesteckt werden. Also eigentlich, da sind solche Freiräume. Und jetzt bei uns war ein Freiraum hinten. Aber bei den Schalkern sind generell so viele Freiräume im Moment zu holen hinten. Oh, ein Baumgartl ist noch dazwischen. Und dann sicher. Stark Onyekuru. Und das war natürlich stark verteidigt von den Schalkern. Und da hätten wir vielleicht auch mal irgendwie besser in den Zweikampf gemusst. Schön. Stark. Och man, jetzt spielt doch mal einen vernünftigen Pass. So schnell kann es echt nicht sein. Ich meine, wir führen jetzt mal 1-0, aber so schnell kann doch dieser eine Pass, der jetzt bestimmt schon 5-mal gefehlt hat, nicht sein. Der kann doch echt nicht so schwer sein. Ich meine, wir müssen jetzt halb schon 3-0 führen oder so. Boah. Alter, was eine Scheiße war das. Pass lag. Och man. Ja, er kommt vorbei, Wusur. Stark, jetzt nochmal Caligiuri. Der geht hinten rum mit Schröter. Und tappt der Kai 1:0. 1:0, was laber ich? 1:1, unverdient. So unverdient, meine Güte. Und wir nutzen einfach nicht die Chancen, die wir haben. Der letzte Pass, der oft eigentlich nur noch ein bisschen, ein ganz kleinen Ticken genauer sein muss, der kommt noch nicht an. Und deshalb steht es hier dann 1:1. Aber es war auch schlecht verteidigt, das muss man ganz klar sagen. Tappte Kaida viel zu frei und wieder die Schalker. Und Schwollo, den musst du eigentlich fest haben, aber egal. Über Schwollo können wir uns echt nicht beschweren, der macht einen guten Job von uns hinten. Stark jetzt Drussi mal, der Mann ist schnell. Jetzt Osave, zieh mal durch, Osave. Zieh mal durch. Osave, Mann, mach ihn doch rein.
Das kann nicht wahr sein! Lucy kommt nicht ran. Er hat noch eine Ecke. Oh! Sein Tor 2-1 nach Ecke, Wusur. Oh, Stück, ganz starke Ecke. Und dann Drussi und Wusur brauchen nur noch hinhalten. Starke Kopfballverlängerung von Drussi. War eigentlich ein Schuss natürlich. Also der hätte eigentlich reingesollt. Aber so gibt er die Vorlage für diesen wunderschönen. Ja, wunderschön. Was heißt wunderschön? Für diesen auf jeden Fall verdienten Führungstreffer. Er ist definitiv verdient, der Führungstreffer. So, jetzt gibt es wieder die Führung. Immerhin, jetzt können wir wieder ruhig unser Spiel durchziehen und müssen jetzt nicht hier auf den Sieg schwitzen. Ja, da hätte ich vielleicht mit Drussi entscheiden sollen. Und lieber versuchen sollen, den mitzunehmen. Stark am Ende gemacht. Und dann zieht sie Retti. Zweimal vergibt er. Wieder die vergebene Gelegenheit. Letztes Mal gab es darauf dann die Ecke dann und dann noch eine Ecke. Und dann noch die dritte Ecke. Und dann gab es das Tor und der vergebenen Chance. Oh, haben sie gut gemacht. Jetzt ist Schröter aber ganz schön frei, aber Baumgartl. Zusammen mit Aligi da. Aber. Das war dann nicht gut von Baumgartl, der Pass. Und jetzt hinter nochmal aufpassen und dann ist Schwolle da. Da wir ihn ganz gut noch dazu stellen, sodass er aus der Drehung schießen musste. Und jetzt gibt's den. Was? Nein. Ja, ich wusste es. Let's go. Ah, er verschießt ihn, sowas von verdient. Oh, ins Außennetz. Die können diese Ecken halt auch. Immerhin die Führung, also die verdiente Führung bleibt noch am Start. Oh, bitte. Jetzt Havertz, der zieht da mal mit nach hinten. Wusur ist aber dann da und kann diesen Zweikampf ganz, ganz sicher machen. Und den Ball erstmal ins Haus. Havertz, Wusur. Oh, der Ball muss dann auch mal genauer kommen von Nikudu von Cicciretti da. Und jetzt der Ball auf Hartl. Und das war eigentlich wieder ein guter Ball. Der fiel eröffnet im Spiel, aber dann nicht unbedingt gut verarbeitet von Drussi. Und schön in den Zweikampf gegangen hier von Wusur wieder, der ein gutes Spiel heute macht. Und wieder ist er da und holt hier den Zweikampf. Oh, wieder nicht gut. Und wieder müssen wir jetzt hinten nochmal aufpassen. So, Aligi jetzt vielleicht mal nach vorne. Ein Stop weiter, noch ein Stop weiter und noch ein Stop weiter. Und dann auf Osave. Und das muss. Er verschießt, er schießt daneben. Was ist heute? Ich bin heute, wir sind heute verhext. Also noch ist Janschen immer noch nicht sicher, obwohl wir hier die ganz klaren Torchancen haben. Aber wir nutzen sie einfach nicht und dann kommt dieser Pass. Und dann kommt Baumgartl und der sieht jetzt dafür rot wahrscheinlich. Alles klar, Leute. Alles klar. Das ist ja mal ehrlich, das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Und jetzt noch Handelfmeter, Alter. Und dann steht 2-2, Mann. Das kann nicht wahr sein. Was ist das? Wir spielen eigentlich so gut und nutzen unsere Chancen so schlecht. Oh Mann, und wieder eine gute Chance, Alter. Das gibt's doch nicht. Er rennt gegen, er springt gegen den Pfosten mit seiner Fresse, Alter.
merkt schon, ich bin wieder total bedient, Alter. Weil wir hier wir müssen hier gewinnen. Es ist einfach so. Wir müssen alles andere als hier gewinnen, ist einfach so unverdient für Schalke. Dass die hier einen Punkt überhaupt, dass die überhaupt die Chance haben. Dass es knapp wird, dass die hier einen Punkt mitnehmen, das ist schon lächerlich. Das Spiel ist schon lächerlich genug, auch ohne, dass wir das nicht gewinnen. Alter, Alter. Oh, wir spielen raus, bitte. Oh Gott, spiel wieder hin. Ach man, das gibt's doch nicht. Jetzt komm, hol dir den Ball. Jawohl. Wir wechseln nochmal, wir wechseln nochmal. Hartl ist richtig tot. Die lassen wir erstmal noch drin, weil er noch gutes Tempo hat, der da noch mal uns vorne helfen kann. Hier dann doch noch die Führung zu erzielen. Komm, Drussi. Drussi. Mann! Das kann nicht wahr sein! Innenpfosten raus! Es kann nicht wahr sein! Oh Gott. Oh, Save nochmal die Ecke. Mann, das kann. Es ist echt lächerlich. Unser, ne? Ja, nein. Alter, es ist so lächerlich, dass wir hier nicht gewinnen. Verdient hier, meine Fresse! Und es war stark mit der Hacke gespielt und Drussis Abschluss ist jetzt endlich mal gut! Ich meine, der Pfostenabschluss von Drussi, der war auch stark, absolut! Und dann, da fehlt das kleine Quäntchen Glück heute bei uns und dann in der 90. schaffen wir es, das Ding ja hoffentlich nach Hause zu fahren. Meine Güte, was ein Spiel! Oh Gott, oh Gott. Jawohl, Leute. Oh mein Gott, wir gewinnen es dann noch. Es ist aber auch absolut verdient. Alter, das ist so verdient, dass wir das gewinnen. Hier, das war ein starker, was von Hartl. Mann. Ups, ich wollte es gar nicht nochmal gucken. Oh, jetzt habe ich noch einen Schluck. Auf. Die Statistik zeigt es gar nicht, aber es war so verdient, dass wir hier gewinnen. Es war so verdient. Oh, Alter, was ist das denn? Oh, meine Fresse. Jetzt habe ich voll Schluck auf, Leute. Oh, tut mir sehr leid. Leute, oh Mann, ist auch hier die Trainings, die nehmen wir noch mit. Und das war's dann für heute. Ein absolut verdienter Sieg, den wir hier einfahren. Das heißt, wieder 4 Punkte aus 2 Spielen. Das ist wieder eine gute Folge für uns gewesen, eigentlich. Bin ich absolut zufrieden mit, Leute. Ich bin noch müde, ich hab Schluck auf. Bis dann. Und ciao.